So Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Fußball-Talk. Quasi Tag 1 des Restarts, die Corona-Krise in den Köpfen der Leute ist die schon überwunden, jedenfalls benehmen sie sich so. Bundesliga muss man sagen, vorbildlich, außer ein Verein, kommen wir noch zu. Aber ansonsten, mir persönlich schon ein bisschen zu viel Schauspiel. Ne, dieses weit auseinandersetzen und Ball desinfizieren mit Glasreiniger, habe ich gesehen. Da gab es irgendwo ein Foto, wo dann einer meinte, Alter, das ist Glasreiniger. Die haben sogar die Eckfahnen zur Halbzeit alles mit. Ich dachte, was ist da los? Ey. Alles. Also ein bisschen übertrieben, aber ja, die Dummheit des Volkes ist grenzenlos. Na, was hat der Einstein nochmal gesagt? Er weiß nicht, ob das Universum grenzenlos ist, aber die Dummheit des Menschen auf jeden Fall. Oder irgendwie so Wortlaut abweichen. Ja, das könnte ein Spruch von ihm sein, ja. Ja. Und da möchte man es natürlich den Leuten nochmal ganz klar demonstrieren. Leute, die Krise ist noch nicht überwunden, aber wenn ihr euch an diese Regeln haltet, dann. Ja, Fußball wurde auch gespielt. Missverständnis. Bei manchen Vereinen zumindest. Ja. Also nicht bei allen. Wir quatschen ja gleich. Missverständnis. Ich habe in der letzten Folge nicht gesagt, ich tippe nicht mehr im Tippspiel. Ich habe gesagt, mein Tipp steht. Den ändere ich auch nicht. Den habe ich aber schon vor Monaten gemacht. Also als das Spiel noch regulär stattfinden sollte. Und ich wollte diesen Spieltag nicht mehr tippen, genauso wie der Bolti. Weil ich finde es untippbar. Und wenn ich jetzt mal so die Ergebnisse angucke, geht's aber eigentlich auch schon wieder. Auch wenn ich im Tippspiel wieder versagt habe. Ich glaube, der 2-0 der Bayern hat mich ein bisschen gerettet. Ja, fangen wir an, oder? Samstag. Ja. Die anderen Spiele habe ich nur in der Zusammenfassung hinterher ein bisschen über mich ergehen lassen. Ich war im totalen Freudesrausch. Nee, ernsthaft. Bolti, hast du dich gefreut über den Derby-Sieg? Oder war es eher so, dass du gesagt hast, jo. Ja, zweiteres. Eher so. Weil, ja. Ja, man hat, also ich will nicht sagen, überspitzt gesagt, würde man sagen, man hat es zur Kenntnis genommen. Aber ohne Fans im Stadion ist es halt, ja, wie jedes Spiel in der 8., 9. Liga, es kommt halt wenig Emotionen auf. Also es ist halt, auch wenn das vielleicht einige anders sehen, wirkliches Derby-Fieber kam nicht auf. Jegliche Stimmung hat gefehlt. Aber, ja, die müssen es so durchziehen. Komm, Stimmung hatte ich. Und zwar als Mr. Halland das Türchen erzielt hat und ich dem Papi geschrieben habe. Ja, jetzt sind wir durch. Und ich habe gerade einen Schluck probiert von meinem Gewinn. Der liebe Papi hat mir nämlich, wie vereinbart, eine leckere Flasche Hardback geschickt. Ist schon ordentlich torfig, lieber Puffy. Ist aber der mildeste noch. Ja, das geht auch noch. Ja, aber torfiger Whisky ist so echt. Was ist der? Ekelhaft. Ach, nee, es gibt Leute, die sagen nur torfig. Also das ist so eine... Ja, das heißt, torfig ist ja Whisky, aber ich kann es nicht leiden. Ja, wir werden im weiteren Verlauf dieser Folge, werde ich noch weitere Stücke trinken und er steht jetzt bei 10. Ich habe ja gesagt, mit diesen Geisterspielen, ja, tue ich mich gar nicht so schwer. Ja, ein Derby ohne Zuschauer ist irgendwie kein Derby. Auf der anderen Seite denke ich, die Zuschauer hätten Gelsenkirchen aber auch stärker gemacht, als sie wirklich sind. An dem Spiel kann man wirklich sagen, und das ist wirklich jetzt nicht, weil es Gelsenkirchen ist, ich komme auch noch zu anderen Vereinen gleich, wo ich das gleiche wahrscheinlich sagen werde, das ist schon eine Truppe von Fußkranken, so leid es mir tut. Und ohne die Fans im Rücken, und deshalb glaube ich, dass Gelsenkirchen ohne diesen Emotionsfaktor den Rest der Saison nicht mehr so viele Spiele gewinnen wird. Weil, nochmal, es tut mir leid, für mich ist diese Truppe einfach unteres Tabellenniveau, ohne Fans. Nur wenn ich mir die Spiele angucke. Und so haben sie auch gespielt. Also das war unfassbar harmlos, es war kein Biss dabei, also was normalerweise die Gelsenkirchener gerade im Derby so auszeichnet, ja, dass sie über Kampf und Wille und Einsatz auch über sich hinauswachsen. Ich glaube, Dortmund hat am Ende sogar mehr gelbe Karten, wobei ich immer noch nicht weiß, wie die zustande gekommen sind, als Gelsenkirchen. Aber da war wirklich überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Und total verdient. Gut, Dortmund war auch sehr effizient, aber halt auch mit neuer Besetzung, gerade im zentralen Mittelfeld. Delaney nach langer Verletzung, erstes Spiel wieder. Daneben Dahoud. Gio Reyna fiel noch verletzungsbedingt aus und beim Warmmachen.
Dafür kam Hazard, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Also absolut verdienter, definitiv verdienter Sieg vom BVB, weil wirklich von Gelsenkirchen überhaupt nichts kam. Also ich erinnere mich an eine Szene, ich glaube, da stand sogar noch, kannst du da noch 0-0 gestanden haben? Ich weiß es gar nicht. Oder so ein bisschen links waren sie dann endlich mal durch und dann bringen sie den Ball rein und dann gab es ein bisschen Gestocher. Ich glaube, Caligiuri war da noch in der Nähe. Aber auch nicht wirklich was. Es war wirklich, leider, Derby untauglich. Der Einsatz von Gelsenkirchen an dem Tag. Fabi. Ja. Wir haben zwei Torhüterfehler beim 2-0 und beim 3-0. Beim 2-0 macht er den katastrophalen Abschlag, lässt sich da unnötig unter Druck setzen. Hätte den Ball einfach direkt wegballern können. So, er behält ihn unnötig lange, lässt sich unter Druck und spielt dann halt direkt zum Dortmunder. Wird dann wunderschön natürlich ausspielen. Aber es darf ihm nicht passieren. Und beim 3-0 geht der Ball eigentlich fast direkt auf ihn. Er zieht sein Bauch so noch weg, macht seinen Arm weg, sodass der Ball an ihm vorbeigehen kann. Hätte ich eigentlich nur seinen Körper hinhalten müssen, hätte er den Ball auch gehabt. So haben wir wieder zwei schöne Torhüterfehler von Herr Schubert. Und schön. Der Einstand passte zur Leistung seines Teams. Muss man so sagen. Auch wenn man im 3-0 sich sagen muss, Abwehrverhalten war da natürlich auch nicht vorhanden bei Schalke, ist klar. Aber trotzdem hätte er ihn haben müssen. Wenn er dann ein Loch im Bauch gehabt hätte, Hauptsache er hätte ihn. Das 3-0 war das von Hazard? Ja, ist ja. Ne? Das sah wirklich komisch aus, ne? Weil er so links neben ihn so halb hoch eingeschlagen ist und er sah da ganz komisch mit den Armen aus. Er hat gefühlt gar keinen Platz zwischen seinem Bauch und dem Ball. Er sagt direkt neben ihm. Ja, ich erinnere mich. Der Schuss war stramm, aber das sah wirklich komisch aus. Ja, ich erinnere mich dunkel. Ja, aber das war es 4-0, wo Erling auf... Der ganze Angriff war halt gut. Also ja, das Einzel war auch schon schön gespielt, muss man einfach sagen. Und das 4-0 halt auch. Einzel waren sie dann über rechts, haben sie komplett überlaufen, ne? Wo mit der Passeröffnung Piszczek fing es, glaube ich, an. Genau, dann Brand, der dann weiterläuft. Brand mit der Hacke weiter den Lauf und dann, ja, war schon eine geile Nummer, ja. 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 Aber das, ich glaube, wenn es das 4-0 war, wo. Guerrero war das. Rafa mit, mit links. Ich frage. Weil er. Ich denke mal, es gibt auch in der Bundesliga Spieler, die brechen sich bei dem Schuss. Ja, ja, oder die nehmen einfach den rechten, weil sie nicht oder komplett unfähig sind. Ja. Aber das sah schon echt strange aus, ja. Aber schön durchgesteckt war auf jeden Fall ein schönes Hörchen, ja. Und man hatte, ne, wir erinnern uns, ich glaube vor 2 Jahren, dass das 4-4-Derby, was vor 2 Jahren? Ja, ja. Ich weiß nicht, ich glaub, oder 17 sogar. Ich weiß nicht mehr genau. Dieses Gefühl hatte ich zu keiner Sekunde des Spiels. Zu absolut keiner Sekunde. Als dann noch hinterher Stolpi Burgstaller eingewechselt wurde, da dachte ich, jo, geil, jetzt schenken sie her. ich weiß gar nicht, ob der überhaupt schon Saisontor gemacht hat, diese Saison. Könnte knapp werden. Bin mir nicht sicher. Irgendwo habe ich gelesen, Dortmund hat in dem Spiel so viele Tore geschossen wie Gelsenkirchen in der gesamten Rückrunde oder so. Ich weiß es nicht. Ja. Jetzt denkt man in Gelsenkirchen ganz groß darüber nach, die Fußballabteilung auszugliedern. Ja, um irgendwie Gelder loszumachen. Überlege ich die ganze Zeit, wer soll denn da einsteigen? Und wie viel muss der, der da einsteigt, erstmal reinpumpen, damit die Verbindlichkeiten erstmal getilgt sind? Ja. Ja gut, die Verbindlichkeiten sind ja in verschiedenen GmbHs. Die lassen sie einfach gegen die Wand laufen und dann... Oh, nicht schlecht. Ja. Kann man umschichten? Kann man dann irgendwie den Gelsenkirchen Kinderhort die ganzen Verbindlichkeiten aufdrücken und dann sagen, oh, pleite. Die haben doch tausende von GmbHs, wo sie ihre Schulden reingepackt haben. Also es geht ja nicht alles in den Verein, sondern es sind alles unter GmbHs. Ja. Und GmbHs haften halt nur bis zum gewissen Zeitpunkt, beziehungsweise gewissen Betrag. Keine Ahnung, ich glaube nicht, dass das so einfach ist, wie du das vorstellst. Aber egal. Jepp, Dortmund, Gelsenkirchen. Nö, ich habe es nur in der Konferenz gesehen. Dortmund war besser. Ja. Viel mehr kann man dazu nicht sagen. Also. Ja. Puffy, wolltest du noch was sagen? Naja, also das Ergebnis 4-0 ist für mich vielleicht sogar noch zu niedrig. Also da war noch mehr möglich. Schalke war so chancenlos. Man hat so sehr gemerkt, wie groß der fußballerische Unterschied der einzelnen Spieler ist zwischen Dortmund und Schalke. Und das, was Beuti vorhin noch sagte, ich habe die komplette Konferenz geguckt und ich fand es auch gut, dass das Fußball gespielt wurde, aber Stimmung war halt nicht da. Also Stimmung kam irgendwie nicht so rüber wie sonst. Ne? Muss man einfach sagen, ich finde es okay, dass sie jetzt weiterspielen und ich hoffe, dass da doch alles bis zum Ende durchgespielt wird. Aber dieser letzte Kick, der so ein bisschen den Spaß
den letzten Spaß bringt beim Konferenzgucken oder beim Fußballgucken, der ist halt nicht da und der wird auch nicht da sein in absehbarer Zeit, glaube ich. Ja, also Stimmung war nicht so wie sonst. Die Erkenntnis des Tages, Buffy. Nein, nee, ja. Aber man guckt sich's an. Ich habe nicht weggeschaltet. Ich habe nicht gesagt, nee, ich habe keinen Bock drauf. Ich habe es mir angeguckt, weil ich gut fand, dass das halt Fußball im Fernsehen ist. Aber es ist halt eine andere Art von Fußball. Naja, also ein anderes Gucken ist halt seltsam. Vielleicht gewöhnt man sich wieder dauernd dran. Vielleicht läuft die ganze Nummer ja 2 Jahre so, weil 2 Jahre keiner ins Stadion darf. Ich weiß es nicht. Wer weiß. Ja, was positiv war, war, dass wenig Weitwinkel eingesetzt haben und relativ nah am Spielfeld waren, sodass du die Tribünen nicht gesehen hattest. Die hast du im Prinzip nur gesehen, wenn es auf die sozusagen Auswechseltribüne ging oder sowas. Aber generell hast du ja das Spiel recht nah gesehen. Also hast du da nicht so viel von dem Stadionumfeld mitbekommen. Was geil gemacht hat, war ja die Tonspur, wo sie Stadionsound. In Bayern haben sie das gemacht, ja. Ja, bei allen Spielen haben sie das gemacht. Ich frage mich die ganze Zeit, guck mal, es gibt doch jetzt mittlerweile auch schon intelligente Bandenwerbung. Ne? Also digitale Bandenwerbung, wo, wenn du in China sitzt, du ganz andere Bandenwerbung siehst, als wenn du in Deutschland guckst und so weiter. Gibt es in Dortmund ja auch schon. Kann man dann nicht mal irgendjemand wird sich doch schon gerade wahrscheinlich da hinsetzen und sagen, okay, ich programmiere jetzt quasi virtuelle Zuschauer. Das ist doch der nächste Schritt, oder? Bolti, du machst das. Die 1-Million-Dollar-Idee, machst du nicht. Ja, virtuelle Zuschauer, Gladbach möchte doch irgendwelche Pappaufsteller hinmachen, wo sich Fans ihre Gesichter auf irgendwelche Pappfiguren drucken lassen können und dann im Stadion aufgehängt werden. In irgendeiner Liga, wo die demnächst starten, wollen die dann auf die Zuschauer-Dinger die Pornopuppen setzen, war das nicht so? Was, Pornopuppen? Bei FCCU haben doch die Sexpuppen aufgestellt, haben noch eine Ärger bekommen. Ja, so. Die hatten dann Sexpuppen dahingesetzt. Also die sehen ja auch alle so erstaunt aus. Erstaunt war auch der RB Leipzig, der Verein, der schon von dem einen oder anderen hier, der Anwesenden, zum wahrscheinlichen Meister gekürt wurde. Und der Gordi hat gesagt, Quatsch, Rückrunde. Ich habe nicht gesagt, dass sie Meister. Ich habe gesagt, ich sehe die Befürchtung, dass es passieren kann. Du fürchtest, dass sie es werden. Ja, ich erinnere mich. Und der Gordi hat gesagt, wartet ab, Rückrunde kenne ich nicht. Gut, okay, Corona jetzt ein bisschen, aber auch so, glaube ich, dann wäre schon so passiert. Wobei man sagen muss, gegen Freiburg, auf der einen Seite wissen sie jetzt nicht, warum sie nur 1-1 gespielt haben. Auf der anderen Seite haben sie tatsächlich in der letzten Sekunde auch noch Glück gehabt, ne? Dass da 5 cm Abseitsstellung war. Aber waren das 5 cm? Ja, irgendwie so um den Dreh. Aber ansonsten habe ich in der Zusammenfassung nur Leipzig gesehen, ne, wie die ja wirklich ordentlich angelaufen sind. Aber 1-1. Ja. Buffy. Nein, also zum Anfang des Spiels war Freiburg schon auch und hatten sie auch ihre Möglichkeiten. Da war Leipzig auch nicht ganz so stark. Aber gerade in der zweiten Halbzeit war es ja ein Sturmlauf von Leipzig. Ja. Die sind halt permanent aufs Tor gelaufen, hatten Chancen und machen es halt nicht. Und am Ende musst du wirklich sagen, hast du Glück, dass... Wer war denn der Innenverteidiger, ne? Der von Der Gulde macht das 1-0, aber... Koch, okay. Genau, dass der halt minimal drinsteht. Also, ich finde fast, so ein Ding muss man nicht pfeifen. Da muss man nicht diese kalibrierte Linie bis aufs Letzte ausreiten, weil der Globet war nicht mal 5 cm, wie der drin stand. Witzige Geschichte, bevor ich es jetzt vergesse, muss man nicht pfeifen. Dortmund-Gelsenkirchen gab es auch eine Szene, wo wir alle jetzt hier sagen, Elfmeterszene, Hand-Elfmeter-Geschichte, wo wir jetzt alle sagen, ja, ich hätte den auch nicht gegeben. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Gelsenkirchner. Der lief aber schon die ganze Zeit mit diesen Armen in Schulterhöhe irgendwie durch den Fünfer und durch den 16er. Ja, ich hätte ihn auch nicht gegeben. Ja, aber ich erinnere mich, bei einem Derby, ich weiß nicht, ob das letztes Jahr war, wo Weigl da irgendwie die Hände vor der Brust hat, kriegt den Ball ein. Was gab es denn da eigentlich? Ach ja, Elfmeter. Okay. Wollte ich nur noch mal hinterher schieben. Also, einen muss man nicht geben. Ich hätte ihn gegeben, weil er die Sicht behindert hat, oder? Ja, frag mal die Stuttgarter, was die über Handelfmeter denken. Keine Ahnung. Weite Liga habe ich nicht im Programm. Ich aber. Was gab's denn da? Erzähl. Ja, ich auch. Wir haben in der 94. Minute Handelfmeter bekommen, stand 1-1. Schiedsrichter hat zunächst nicht auf Elfmeter geschrieben, hat dann Kommando bekommen von seinem Assistenten Robert Kamper, der letztes Jahr im Halbfinale im DFB-Pokal eine klare Fehlentscheidung zugunsten Bayern durchgehen hat lassen und der hat dann quasi entschieden, dass es ein Elfmeter ist und laut Regelwerk kann man den geben. Die DFL hat gesagt, laut
was ich nicht ganz verstehe, laut Regelwerk kann man den durchaus geben, aber es ist keine gravierende Fehlentscheidung, weshalb der VAR nicht hätte eingreifen dürfen. Ja. Und dann hat Weden halt in der 97. Minute das 2-1 gemacht per Elfmeter. Hat wieder durchgewonnen. Wieder so eine Nummer. Eine Kannentscheidung, da darf der VAR einfach mal die Fresse halten. Puffy, wir hatten dich unterbrochen. War Leipzig die bessere Mannschaft, aber hat halt nicht funktioniert. Die waren ja aber auch vor der Corona-Pause, nennen wir es mal, da waren sie auch nicht so richtig in Tritt. Ne? Da hatten sie auch immer mal wieder Stolper drin. Ne? Ja. Ja. Und Freiburg freut sich über einen Punkt und sagt sich, ja, wenn ich sehe, was da um Freiburg rum ist, da so an Mannschaften, die vielleicht sogar Negativ-Trend haben können, zum Beispiel Schalke, vielleicht geht bei Freiburg vielleicht doch noch was gegen Richtung Europa, obwohl ich es eigentlich nicht glauben wollte. Siebter, ne? Möglicherweise siebter Platz. Euroleague-Platz. Wer weiß. Ja. Streich hat sich gefreut. Und Streich sich freut, freue ich mich auch. Wenn Streich sich freut, freuen wir uns alle. Jepp, Leipzig-Freiburg, Bock oder? Also Konferenz war, wenn du was gesehen hast, hast du Leipzig gesehen, außer halt die zwei Tore von Freiburg. Persönlich hätte es mich sehr gefreut, wenn Freiburg das Tor bekommen hätte am Ende. Also das war so von der Konferenz das, was die Emotion am höchsten gebracht hatte. Als relativ neutraler Zuschauer, weil, ja gut, wenn Leipzig verliert, Leipzig mag keiner, freut man sich. Ach, die haben ganz viele Fans. Ne, Fabi? Auf jeden Fall. Also Freiburg kann sich natürlich bedanken, dass die Spieler von Leipzig einfach noch eingerostet waren und Dinger, die sie sonst wahrscheinlich blind machen würden, auf einmal in den Himmel geschossen haben. Also, die ja teilweise für Fehlschüsse gemacht haben, das war schon krass und kennt man so eigentlich nicht aus der Bundesliga. Ich war froh drüber. Jo, ich hab die Hoffnung, dass sie noch in die Europa League abrutschen. Das wäre sehr schön. Ich habe nur 80% bis 85% verstanden, gerade am Anfang, irgendwann mit Bit und hier und da. Bolti sagt traditionell relativ wenig zu Leipzig, also denke ich mal, können wir weitermachen. Bolti, Hoffenheim gegen Berlin. Achso, ich wollte noch was zu Leipzig sagen. Achso, dann sag mal zu Leipzig. Ja, ich meine, das ist ja wie Puffy gesagt hat, also ich fand jetzt Leipzig nicht so schlecht eigentlich, sondern wenn die nach dem Rückstand in der zweiten Halbzeit 3-1, 4-1 führen, dann ist das durchaus leistungsgerecht. Ja. Also es war halt schon, zweite Halbzeit war das, also bis zur Ecke, da die zum 1-0 führt, war das schon einseitig, danach war es komplett einseitig, also von Freiburg gab es in diesem Spiel nicht und was ich aber viel lustiger finde ist, gut, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen Corona-bedingt. Der Leipzig hat ja zwei Leihspieler im Kader. Nämlich Patrick Schick von Roma ist der, glaube ich, ausgeliehen, kann das sein? Und die sind alle Angelino, ne? Und Angelino von City. Und bei beiden gibt es jetzt die Gerüchte, dass sie die Kaufoption, die sie haben, um mindestens die Hälfte drücken wollen. Also bei Angelino wollen sie statt 30 Millionen, die ausgehandelt worden sind, nur noch 15 zahlen. Und bei Schick irgendwie statt 25 nur noch 12 oder so. Ob das jetzt so Corona-bedingt ist, weiß ich nicht, weil Red Bull ist in dem Sinne Corona-unabhängig. Ja, aber sie wissen, dass es andere Vereine jetzt vielleicht brauchen. Ich sehe es anders. Also, ja. Die haben jetzt die beiden, okay, bei Angelino, wie gesagt, der kommt von Man City, da bin ich nicht unbedingt davon überzeugt, dass sie dort gedrückt bekommen, aber bei Rom kann ich es mir durchaus vorstellen. Ja, weil Rom die Kohle vielleicht braucht. Genau so ist es. Guck mal, Rom vielleicht die dringende Mutter, aber ich bin gespannt. Ich meine, bei Rom gibt es ja noch anderes Gerücht. Also Rom, jetzt geistert das Gerücht um das, was Rom ja niemals machen wollte. Aber dass die halt Dings verkaufen müssen, Saniolo, ne? Weil sie Geld brauchen. Boah. Naja. Das kann in mehreren Vereinen passieren, dass sie Geld brauchen. Gelsenkirchen muss in einem Jahr 87 Millionen an Verbindlichkeiten abbezahlen. Ja, mit Saniolo hatten sie eigentlich das vor, was sie mit Totti hatten, ne? Den wollten sie halt durchlaufen lassen, bis er irgendwann in Rente geht. Aber wenn halt jemand kommt und sagt, pass auf, hier hast du 60 Millionen für ihn, dann muss Rom überlegen. Und ich glaube, das könnte passieren. Außerdem musst du gucken, dass du Spieler auch von der Gehaltsliste runterbekommst. So ein Schick, der dann zurückkommt, ich weiß nicht, was der verdient in Rom. Ja. Das vielleicht auch nicht. Also ich hoffe, dass sich da keiner drücken lässt, weil das ist assi. Yep. Also. Aber gut. Hoffenheim in Berlin. Jetzt aber, Bolti. Geil. Ja. Hahohe, Hertha BSC, kann man dazu sagen. Also 3-0 Sieg. Kunja. Der rockt. Ja. So kann man sagen, also der ist bei Berlin, nachdem er da ja im Winter gewechselt ist, so hat richtig gute Spiele gemacht. Eigentlich verwunderlich. Gut, bei der Konkurrenz, die halt Red Bull schon hat, im offensiven Bereich, okay. Aber ich glaube, das ist ein richtiger Glücksgriff für Hertha für die Summe. Ist ja noch relativ jung, ne? Müsste 20 sein, 21? Oh, ja, relativ jung, ja. Genau.
Sich sogar erst. Von daher am Ende 3-0. Für mich auch in der Höhe nicht unverdient. Gut. Anders als bei Gelsenkirchen war Hoffenheim spielerisch schon vor der Pause schlecht, sind sie immer noch. Daran wird sich auch nichts ändern. Da wird es auch. Er genießt es, ne? Jedes Mal, wenn Hoffenheim mal noch über den Arsch bekommt, dann ja, kann er sonst mal den Bogen. Wir sind uns ja einig, dass Hoffenheim in der Hinrunde bestimmt. Ich weiß nicht, wie die auf 9 gelandet sind. 3 oder 4 Siege, vielleicht auch 5 Siege geholt haben, wo sie einfach nur Glück hatten. Sei es gegen Dortmund, sei es gegen Bayern. Ja, ja. Das hatte nichts mit Können zu tun, sondern einfach nur mit Glück. Das ist so. Also für mich ist der Kader immer noch ganz weit unten anzusiedeln. Und am Ende 3-0. Also der Trainer passt da auch nicht irgendwie. Nope. Der passt gar nicht. 3-0 Sieg am Ende auch so verdient. Auch wenn natürlich Hoffenheim beim 1-0 schön geholfen hat durch ein Eigentor. Aber ja. Ja. Jepp. Ja, wie gesagt, Konferenz geschaut, Tore gesehen. Viel kann ich da nicht zu sagen. Also, okay. Die Konferenz war auch ist so nebenbei gelaufen. Man guckt die Tore, aber es hat mich so semi interessiert. Ja. Puffy. Ja, also hochverdienter Sieg von der Hertha. Also, erste Halbzeit waren sie schon besser, zweite Halbzeit waren sie dann, da war von Hoffenheim gar nichts mehr. Und Bruno gewinnt erstes Spiel. Was? Mit seinem Team. Scheint eine Menge richtig gemacht zu haben. Und zu Kunja möchte ich sagen, dass der hoch veranlagt ist, das hat man ja auch bei Leipzig ab und zu mal gesehen. Ich glaube, einmal hat er dieses Tor des Monats gemacht, diesen Lupfer oder so. Dass der technisch halt richtig stark ist, aber der spielt bei Hertha halt auch in einer ein bisschen anderen Position. Der spielt halt so ein bisschen hängend, ne? Der darf halt sich so ein bisschen frei bewegen. Das war bei Leipzig nicht ganz so und das kommt ihm halt zugute. Ne? Und vorne haben sie halt mit dem alten Mann gespielt, der halt jetzt sicherlich nicht mehr ein Top-Stürmer ist, aber wenn er halt so eine Möglichkeiten kriegt, wie die Flanke von Mittelstädt, dann macht er die halt. Und der weiß auch, wo er sich hinzubewegen hat. Und es hat funktioniert. Mal gucken, wie es mit Hertha wird. Ne? Die Frage ist, welche Spielerfrau war denn schon bei Bruno im Bett? Ja, das werden wir spätestens zum Saisonende hören. Spätestens in den 9 Monaten, wenn die Nachwuchsabteilung. Du meinst spätestens im Sommer? Du wolltest damit irgendwie sagen, alle Spieler, die im Sommer gehen, dann war Bruno dran. Ich weiß nicht, vielleicht war Corona ja auch echt erstmal eine Strich durch die Rechnung. Oder eine jetzt erst recht. Aber ein Bruno Labbadia hält sich nicht an die Kontaktsperre. Ja, ein Bruno Labbadia kriegt ja auch kein Corona. Corona kriegt höchstens Bruno Labbadia. Ja. Oder was der ist? Hertha war gut, muss man einfach sagen. Hertha war gut in dem Spiel. Und haben sie gejubelt? Ja, wie? Hertha war voll dabei. Hertha ist halt speziell. Ja, aber ist doch ein Einzelfall. Hertha will sich von der Masse abheben, darum wird bei Hertha auch auf dem Feld geknutscht. Ja, aber Kalou ist ein Einzelfall, habe ich gehört. Ja, absolut. Ja. Die anderen sind noch bekloppt. Die Regelung, dass du beim Tor nicht jubeln darfst, ist auch kompletter Quatsch. Absolut. Ich darf mich in der Mauer neben meinen Kollegen stellen. Ich darf, wenn die Ecke kommt, mit jedem da irgendwie kuscheln und dann. Also, ich sag nochmal, es ist einiges übertrieben, aber wir wissen warum. Ne, um halt den Leuten wirklich nicht dieses Gefühl zu geben, Leute, ne, es wird Fußball gespielt, alles ist gerade überwunden. Diese Mentalität wollen wir natürlich nicht noch verbreiten. Ich kann halt schon verstehen, warum da jetzt penibelst drauf geachtet wird. Ich bin gespannt, ob diese Disziplin dann auch so durchgezogen wird. Ne? Oder apropos Kuscheln, der Innenverteidiger von Schalke wollte auch mit Haaland kuscheln, hat festgestellt, dass es ganz schön hart ist, ne? Oder er wollte erst mit Haaland kuscheln und hat dann gesagt, nee, das war aber ganz gemein und hatte dann noch ein paar nette Worte für Mama Haaland, glaube ich. Nee, für Oma Haaland. Ich habe nur gesehen, dass Haaland einmal ganz kurz den Ellbogen rausgeschoben hat und dann hat der Schalker dann eine Weile rumgejapst, ne? Ja, jetzt ist natürlich die Frage, gibt es da Konsequenzen? Weil nein. Man hat es ja gehört. Du dich nicht? Gut, wenn es da keine Konsequenzen gibt, darf man dann darf man dann sagen, Dittmar Hopp, du Sohn einer professionellen Beischläferin, professionellen Oma-Hure? Also ist Oma-Beleidigung dann erlaubt, Mutter nicht, wissen wir? Ist bekannt. Nö, aber das Ding ist halt, das ist ja auch nichts Neues. Ich meine, Materazzi sie dann, also wenn du dann auch mal auf dem Amateurplatz gehst, das ist einfach gang und gäbe, diese Provokation. Okay, theoretisch gebe ich dir recht, also theoretisch ist das eine rote Karte. Ja, Karma hat doch aber zugeschlagen, weil er jetzt verletzt ist, also für mich sowieso egal, ich wollte schon oder Puff jetzt. Aber hier die Nummer, Zidane, wollen wir ganz kurz. Vielen ist ja Sinne, den Zidane nur noch wirklich durch diese Szene irgendwie in Erinnerung geblieben und sagen, na blöd, warum macht er sowas? Ich fand's geil. Ich finde, das ist ein Statement, oder? Wir auch, vor allem, ich sehe diese Szene immer noch vor mir. Ich meine, Zidane war ein ausgezeichneter Fußballer. Ich sehe noch ganz andere Szenen vor mir, wenn ich an Sinne, den Zidane denke. Aber genau diese Szene. Dreht sich um, zack, gibt ihm Bumm.
Und man hat das Gefühl, dann geht er dann schon Richtung Auslinie, weil er genau weiß, okay, nehme ich. Mir egal, ob Finale oder sonst was, ist mir egal, gib mir die rote Karte. Der hat kassiert. Ich fand's geil. Das war ein Statement. Also zu Zidane muss man einfach sagen, also die meisten wahrscheinlich haben ihn ja gar nicht so spielen sehen. Ich und André hatten ja das Privileg, weil wir ein bisschen älter sind und der Diab ja auch. Zidane war für mich der beste Spielmacher, den es jemals gab. Punkt. Was ist, also Spielmacher, okay. Naja. Letztens wieder eine heiße Diskussion gehabt. Es läuft ja auf Netflix gerade The Last Dance. Sehr geile Doku. Aber dann kommt man natürlich wieder mit Kollegen irgendwie ins Gespräch. Und dann kommt man auch mal mit Leuten ins Gespräch, die jünger sind. Ne? Und dann sagt man halt, ja, Basketball. Ne? Und dann kommen die halt und mit ihren scheiß LeBron James wieder um die Ecke. Und du denkst dir, boah, halt die Fresse. Nein. Wenn du Jordan siehst, ich war nie ein großer Jordan-Fan. Aber ey, diese Doku hat mir die Tränen in die Augen gejagt. Allein nicht nur Jordan, alles drumherum. Auch die anderen Jungs außer Utah, die waren alle scheiße. Aber die Knicks, was da so rumgelaufen ist. Und bei den Pistons damals die Bad Boys, wo Rodman und Spider Sally und Bill Lambert und Isaiah Thomas, gut, der war jetzt eher nicht so der Bad Boy, aber er war halt dabei. Und ich glaube, Oakley war da, glaube ich, auch bei den Pistons? Nein, warte mal. Ich bin der jetzt war bei den Pistons, ist dann zu den Knicks. Der war bei den Bulls und ist dann zu den Knicks gegangen. Aber wer war denn der? Der war ein anderer. Dumas, hier. Dings Dumas. Joe Dumas. Ja, das war ein Raufbold. Na klar. Das war einer der, ne? Und ey, Leute, ich hab hier bei der ersten Folge gesessen und dachte mir so, fuck. Und wenn du dann Jordan siehst, ja, wo jede einzelne Hautzelle, ja, die sich auf dem Parkett bewegt hat. Es war eine Symphonie. Es war alles, was der gemacht hat. Dieser Mann war irgendwie, nochmal, ich war kein großer Jordan-Fan, aber wenn ich das so sehe, ne, und das wollt ihr mit fucking LeBron James vergleichen? Hey, schämt euch. Geht gar nicht. Ja? Und dann hatte ich auch irgendwie, ja, es gibt halt, ne, das war unsere Ära und ne, das, deshalb hat das so geprägt. Nein, sehe ich nicht so. Ich gucke mir das jetzt, ich kann auch einen Muhammad Ali habe ich nie wahrgenommen und trotzdem ist er für mich der beste Boxer aller Zeiten. Ich habe einen Babe Ruth definitiv nie live spielen sehen oder sonst was und trotzdem hat dieser Mann einen Sport geprägt. Ja? Und das ist mit Jordan und da können 20 LeBrons kommen, die sind mir scheißegal. Ja, dieser Mann, dieser Sport wurde gemacht für Michael Jordan. Baseball wurde gemacht für Babe Ruth, Boxen gemacht für Muhammad Ali und Fußball wurde gemacht für Zinedine Zidane. Na, wer sagt was anderes? Ich sag was anderes. Aber was habt ihr denn noch so im Angebot? Für euch, der prägendste Fußballer. Ach komm, Bolti. Nein, Garrincha aus Brasilien. Oh, hab ich schlecht. Aufgrund meiner Zeit natürlich. Ja, jetzt kommt Ronaldinho. Keiner von Hessen-Kassel. Nein, Ronaldinho. Nehme ich? Jepp? Ronaldinho. Dann eher Ronaldo. Also nicht der CR7, sondern der Brasilianer. Der echte Ronaldo. Ja. Okay. Wir wissen auch, Ronaldinho war schon ein geiler Typ. Ronaldo, ja, hatte auch, ja. Also Ronaldinho hatte schon gut Sachen hingezaubert auf dem Platz. Ja, muss man ja verlassen. Er hat Sachen gemacht, die kanntest du vor David noch nicht, definitiv. Ja. Für mich Maradona. Ich weiß nicht warum. Ja. Aber für mich hat dieser Mann irgendwie was Magisches gehabt. Keiner, immer wenn ich ihn gesehen habe, hat auch Sachen gemacht, die ich vorher nie irgendwo gesehen habe, die wahrscheinlich nie irgendein Mensch gesehen hat. Und ich habe keine Ahnung, warum. Für ja, es kann ich mitgehen. Ich habe halt Zidane gemocht oder mag ihn halt, weil er halt nicht nur diese Technik hatte, sondern er hat ja auch eine Größe, er hat auch mit der Körperlichkeit gespielt, die ja ungewöhnlich war für einen Spielmacher. Der konnte ja auch einstecken, eingesteckt. Ja. Na klar, er hatte eine Achillesferse, das war halt, ne, das, was Materazzi da getroffen hat. Wenn man auf Familie bei ihm ging, hat er manchmal rot gesehen, weil er hat ja öfter in seiner Karriere mal eine rote Karte gekriegt, aber wenn er gespielt hat, das war ein Hochgenuss, muss ich einfach sagen. Ja. Alle Namen finde ich sehr angenehm, außer bei Bolti, das ist Caniccia, ist natürlich schon. Ist was anderes, also der war natürlich schon. Ja. Warum? Wenn auf Garrinchas Beine geguckt hast, hast du verloren gehabt. Ach, Garrincha oder Caniccia? Nee, Garrincha. Garrincha. Wie kommt man denn auf Garrincha bei prägendste Fußballer? Warum? Weil, ja, aus meiner Sicht, das, was man so, was ich gesehen habe. Das war vor all unserer Zeit, der ist ja. Yep. In Brasilien beispielsweise wird Garrincha als größter Fußballer aller Zeiten angesehen, noch vor Pelé. Ja. Ich kenne den Namen, ich
ich habe gerade Foto gerufen, ich weiß auch, wie er aussieht, aber dass der mir jetzt irgendwie so prägt, den Erinnerungen. Viele sagen auch, oder sagen wir mal so, es gibt nicht wenige, die sagen Beckenbauer. Weil er halt wirklich zu seiner Zeit irgendwie so ein bisschen Prototyp von etwas war, was es auch noch nicht so gegeben hat. Ja, Beckenbauer ist verbrannt seit WM 06. Ja, muss er da differenzieren. Maradona muss Beckenbauer in drei verschiedene Phasen sehen. Ja. Also Fußballerphase, er hat halt eine. Er war halt der Prototyp eines neuen Spielers, den es bis dahin nicht gab. Ja. Er wurde jetzt mal Libero genannt, aber er hat ja eigentlich Libero nicht gespielt. Er war ja eigentlich ein Spielmacher. Ja. Muss man ja sagen, von hinten. Klar, immer bedingt in der Zeit, wo man natürlich mehr Zeit hatte. Heute weiß ich nicht, ob er denn so pressingresistent wäre, weil er war ja nicht schnell, er war ja nicht athletisch. Ja, aber ganz ehrlich, das höre ich dann auch immer, ne? In der heutigen Zeit, klar, natürlich, Jordan. Wenn in der heutigen Zeit wäre er wahrscheinlich athletischer gewesen, weil man ja auch dementsprechend trainieren kann. Ja, ja, also eben, gezielt von Anfang an ganz anders. Ja. Also man kann da nicht mal. Aber er war schon gut, also unumstritten. Ja, muss man einfach sagen. Was er gemacht hat. Ja, schreibt in die Kommentare, wer ist für euch der prägendste Fußballer? Ne? Oder allgemein, ihr könnt auch andere Sportarten nehmen. Wer ist denn der prägendste Footballer? Lamar Jackson. Natürlich. Fabi? Finde ich auch, ne? Jeb geht mit. Ja, auf jeden Fall. Lamar Jackson hat uns alle verändert. Ja, die Welt des Sports auf den Kopf gestellt. Wo waren wir eigentlich? Düsseldorf, Paderborn. Jeb. Das ist doch dein Ding. Da hast du doch schon, da bei dem Spiel hast du schon gesagt, die 14 Milliarden sind im Sack. Okay, Jeb ist nicht da. Puffy. 0-0. Wobei man sagen muss, eine Mannschaft war halt klar besser als die andere. Hat halt nur, glaube ich, dreimal Pfosten oder viermal. Oder viermal Pfosten das Tor nicht gemacht. Ja. Gewinnt Düsseldorf das Spiel, dann ist Paderborn endgültig weg. So ist vielleicht noch ein bisschen Resthoffnung, dass es auf Relegationsplatz schaffen. Aber wie gesagt, es war das 0-0, spottet eigentlich den Spielverlauf. Muss man einfach sagen, Düsseldorf war klar besser, hätte das Spiel gewinnen müssen. Zum Ende hatte, glaube ich, einmal Paderborn da so eine ganz klare Chance. Wer war denn das? So ein Schwatter. War nicht Mamba, sondern der andere. Der kann dazu so eine Fahrlässigkeit noch bestrafen. Aber Düsseldorf muss dieses Spiel gewinnen. Punkt. Ja, du hast gesagt, zwei Absteiger stehen für dich jetzt schon fest. Für mich steigt Paderborn und Werder Bremen ab. Ja. Bin ich komplett bei dir. Ja. Ich bin da auch nicht mehr. Ja, kommen wir gleich nochmal. Ne, Bremen ist das letzte Spiel. Jeb, bist du wieder da? Ich bin wieder da, ja. Perfekt. Nice. Paderborn in Düsseldorf. Ja, todspannend. Das einzige Spiel, was mir meine Wette kaputt gemacht hat, weil es gab ja die 8 Spiele, du hast alles 0-0 gewettet. Ja, das ja auch, aber... Das war das einzige Spiel, was diese Wette am Leben gehalten hat. Nee, weil meine anderen Wetten waren ja in allen Spielen fallen mindestens 2 Tore, beziehungsweise 3 Tore. Ah, wie viel bei 8 von 9 hatte ich das mit 2 richtig und 6 von 9 war mit mindestens 3 Toren richtig, also ganz so falsch war es nicht. Hat halt trotzdem nichts gegeben, aber das Spiel, wie schon gesagt, viermal Pfosten, also einer muss da reingehen und wenn es halt wirklich doof läuft, dann trifft Paderborn da kurz vor Schluss noch das 1-0 und dreht das Spiel komplett vom Sinn her. Fabinho. Ja, es war ein schrecklich langweiliges Spiel, wo wir alle froh sein können, dass das nicht das Freitagsspiel wurde. Ich fand halt nicht so langweilig. Ne. Es gab halt, also bei der Born war gar nichts außer dieser einen Aktion und bei Düsseldorf halt klar die 4 Pfostentreffer, aber sonst war viele individuelle Fehler, viele Mittelfeldgeplänke und ich habe nicht genossen, wenn sie ihn geschaltet haben, also. Paderborn wird völlig verdient wieder in Liga 2 runtergehen. Mal schauen, ob sie dann wieder die Fahrstuhlmannschaft machen und auch dritte Liga dann wieder besuchen werden. Mal schauen. Olti? Ja, zu dem habe ich schon alles gesagt. Achso, kann mich nicht erinnern. War wohl zu spannend. Dann machen wir hier Augsburg-Wolfsburg. Soll ich? Ja, bitte. Ja, ich bin enttäuscht. Warum? Ja, weil Wechost nicht getroffen hat. Ja, sondern der ist verletzt. Aber trotzdem bin ich enttäuscht. Erstmal finde ich es erschreckend, dass ein 1,60 großer Spieler ein Kopfballtor macht. Aber ein geiles. Ja, das Kopfballtor war schon nett. Also muss man schon sagen, wie er da hochsteigt in den Köpf. Der war selbst für den Kubik-Nachfolger im Augsburger Torunhyper. Und gleicht ja Augsburg aus durch etwa, geht dann sogar in Führung, was dann zurückgenommen wird. Ich glaube durch Abseits. Ja. Und passives. Dann in der Nachspielzeit gewinnt Wolfsburg dann noch. Ich glaube, Wolfsburg hat in der Rückrunde einen relativ guten Lauf, kann das sein? Kann sein, ja. Ja, sind jetzt auch wieder Sechster,
Best of the West, wenn man die ersten fünf Mal ausklammert. Ich glaube auch, dort werden sie sich halten. Also sie haben halt meiner Meinung nach immer noch einen relativ guten Kader. Ich glaube, sie werden sich da halten, nicht weil sie jetzt eine grandiose Corona-Rückrunde spielen. Sondern weil alle um ihn rum noch schwächer sind. Guck dir mal die Vereine, die dir nachkommen. Freiburg? Ja, sowieso. Ja, Freiburg, Gelsenkirchen, Hoffenheim, Köln, da kommt nichts mehr. Die einzigen, die vielleicht nochmal kommen würden, sind vielleicht Hertha. Nee, Köln nicht. Hertha kommt nicht, red nicht so ein Blöch. Nee, wenn überhaupt Bruno. Köln. Ja, Bruno schafft schon manchmal eine gute Serie zu spielen. Ja, aber nicht auf dem Feld, sondern im Schlafzimmer. Ja. Aber wie gesagt, am Ende durchaus aus meiner Sicht verdienter Sieg für Wolfsburg und am Ende wird es dann schon, wenn ich in die Zukunft sehe, für Platz 6 reichen. Easy. Ja, weil es nichts anderes gibt. Gegenstimmen? Nee, der Sieg war verdient. Ich möchte aber einfach nochmal über die Aktion reden zum 2-1 von dem Ausfallern Babu. Die war geil, oder? Kann man mal so durchgehen, oder? Ich kann mich nicht erinnern. Ah, oh, okay. Da habe ich nicht hingeguckt. Ich kann mich nur an einen durchgehen. Kevin Babu. Babu. Ja, der ist schon, also das ist schon, kann gesagt, man so mal machen. Ordentlich Tempo, Druck und war gut, muss ich sagen. Kann man so vorbereiten. Wir haben den Burschen aber erwähnt, als klar. Guckt genau drauf. Kommt langsam. Ich glaube, am Anfang hat er ja nicht gespielt und dann so nach und nach und dann auch auf Fremdpositionen, oder? Haben die nicht dann irgendwie offensiv auch irgendwo mal eingesetzt? Ja, der ist gut, er hat ja auch eine gewisse Offensivstärke, ne? Ja, da muss man wahrscheinlich eher als defensiv. Habe ich einige Spiele in Erinnerung, wo er komisch aussah. Aber gut. Jepp, willst du was Bundesliga sagen? Ist halt immer noch mal ein bisschen anders als Schweiz, ne? Ja, darf man nicht vergessen. So. Ja, das ist wohl so. Ja? Oder Österreich, sag mal da den Kollegen Haaland. Ja, aber der ist primär auch Flügelspieler, also offensiver Außenverteidiger, Schrägstrich, Flügelstürmer, weil seine Stärken sind nach vorne anstatt nach hinten. Das zu ihm, weil Eintracht war ja auch an ihm dran, beziehungsweise Hütter kennt ihn ja, hat ja in Basel mit ihm trainiert gehabt. Dann hieß es ja auch, er würde zur Eintracht kommen, ist dann nicht so geschehen. Zu dem Spiel, ja. Hätte er da gern gehabt, oder? Am Ende hätte es von mir aus auch unentschieden ausgehen können, weil irgendwie Wolfsburg wieder im Europacup brauche ich auch nicht. Und Augsburg, ja, braucht man nicht erwähnen. Das ist ein Verein, den man auch nicht braucht. Ich glaube, haben alle mehr oder weniger? Oder will noch Ja, Fabi. Ich muss noch das 1-1 ansprechen, weil da haben wir wieder einen schönen Torwartfehler von Castils. Ja, schöne Vorlage von Brooks. Kam auch sehr unerwartet, aber kam genau auf Höhe des Torhüters. Muss er festhalten, darf er nicht gegen die eigene Latte hauen, wodurch dann Jedwa halt noch die Chance bekommt, das Tor zu machen. War das nicht ein Eigentor? Offiziell zählt es als Tor von Jedwa. Aber eigentlich war das primäre Aktion von Brooks, der halt Richtung Castils geköpft hat, der ballert den Ball an die Latte und der dann noch an Castils abprallt. Ja, ich hatte gerade eine Top-Überleitung. Ach so. Wer Hütter hätte Mwabu auch gerne gehabt. Glaube ich. Kann er ja vielleicht. Denn wo wird Hütter demnächst Trainer werden? In der Schweiz. Vielleicht holt er Mwabu gerne wieder zurück. Oder bleibt Hütter Trainer bei der Eintracht? Jab! Ich denke schon, ist er bis zum Ende der Saison Trainer bleibt bei der Eintracht. Wow. Boah. Das dachte ich auch. Aber wo geht er dann hin? Ja, ich glaube kaum, dass er in der Bundesliga irgendwie einen Verein findet. Moment, worauf wir hinaus wollen ist, bleibt Hütter Trainer bei der Eintracht nach dem Sommer, also über die Sommerpause hinweg? So, sie steigen doch ab als 16. Und verlieren dann gegen Stuttgart oder Hamburg in der Relegation. Na, träum weiter. Kann Hütter trotzdem Trainer bleiben? Also. Die Eintracht wird am Ende 15. und gewinnt einen Pokal und dann darf er auch weiterbleiben. Okay, für Fünfter, da sind sie jetzt schon 22 Punkte weg. 15. Ach so, 15. Ich habe 5. verstanden. Mein Fehler. Orientiert sich schon nach unten. Ja, was ist da schiefgelaufen? Frankfurt-Gladbach. Können wir es kurz machen, oder? Die haben ziemlich weiter gespielt wie gegen Basel. Also die ersten 10 Minuten waren sie gar nicht auf dem Platz. Ja. Haben gerechtfertigt 2-0 zurückgelegen. Dann haben sie es mal geschafft, eine Stunde kein Tor zu kriegen. Dann gab es einen Elfmeter, der einfach auch wieder dämlich war. Dann dachte sich Gladbach, ach, wir machen auch mal einen Fehler, steht dann 3-1 irgendwie 10 Minuten vor Ende. Und in den letzten 10 Minuten hat Gladbach noch 3 oder 4 Tore machen müssen. Beste Aktion in dem Spiel war Hinterecker, der den Ball da von der Linie wegkratzt. Ja. Aber verpennt, ne? Komplett. Ersten 10, 15 Minuten dachte ich mir so, also wenn sie so spielen,
dann werden sie ordentlich die Fresse voll bekommen. Haben sich dann aber gefangen, finde ich. Hatten dann so nach 20 Minuten, 25 Minuten, dachte ich mir, ja, guck. Aber auch wieder nicht. Spannend wird Anfang Juni das Nachholspiel gegen Bremen. Also wenn sie beide so spielen, wie sie jetzt an dem Spieltag gespielt haben, Okay. Dann wird das entweder 10-9 ausgehen für einen, Ja. Weil Abstandsregel halten sie beide ein. Ja, kann ich eben noch zu Ende führen? Nö, ich mach weiter. Ja, ich weiß nicht mehr, was ich noch zu Ende sagen wollte. Wie bedauerlich. Ich glaube, Frankfurt... Ich weiß wieder! Jeb, widersprech mir bitte, wenn ich falsch liege. Waren ja eh schon relativ auswärts schwach diese Saison. Zu Hause halt getragen vom Heimpublikum. Jetzt, wo das nicht mehr da ist, glaube ich, werden die auch nicht mehr so viele Punkte holen. Die Tendenz sah vorhin nicht schon gut aus. Sind 5 Punkte weg von Platz 16. Ich habe das gerade so ein bisschen im Spaß gesagt. Aber ganz unrealistisch ist es nicht. Auch wenn natürlich Gladbach eins der besten 5 Teams der Liga ist. Gladbach wird aber auch. Wenn man realistisch ist, am Samstag verlieren sie in München. Das definitiv. Ist so 95% sicher. Was bei Frankfurt auffällig war, auch in der Phase, wo sie wirklich dann mehr Zugriff hatten zum Spiel, war alles schön und gut. Aber im gefährlichen Drittel war überhaupt nichts. Da war wirklich erstaunlich wenig. Was Dost, weiß gar nicht. Sie haben wenig geflankt in der Phase. Dann haben sie wirklich über das Passspiel versucht, auch mal zentral irgendwie durchzustecken. Ja, ist Bas Dost genau der richtige Spieler? Nicht. War seltsam. Also diese Offensivschwäche fand ich komisch. Mittelfeld ging dann irgendwann mal mit Rode und wir hatten neben Rode gespielt. Egal. Die anderen Jungs halt. Frankfurt halt. Aber offensiv war das wirklich nicht wirklich viel. Verpennen darfst du dann das Spiel schon mal gar nicht. Jo, Puffy, willst du noch was? Frankfurt grottenschlecht. Punkt. Gladbach kommt raus. Man hat gemerkt, Gladbach wollte. Bei Frankfurt hat man das Gefühl, die sind immer noch im Homeoffice. Ja. Fabi, willst du noch was? Nö, ich habe nichts zu sagen. Dann Fabi, Köln-Mainz. Ja, es ging gut los direkt. 6. Spielminute war es, nur nach 11 Meter für Köln, auch berechtigt, kann man geben. Dann steht direkt 1-0 für Köln. Mainz ist geschockt, das hat man angesehen. Köln war selber ein bisschen überrascht, dass es jetzt so schnell gut geht. Aber es war tatsächlich ein Spiel, was man sich anschauen konnte. Beide Mannschaften haben es halt versucht, bestmöglich aus der Situation zu machen. Ging aber mit 1-0 in die Halbzeit, dann kommt Kainz mit einem schönen Kopfball zum 2-0, wo man aber auch wieder über Abwehr sprechen kann, aber das war ja am Wochenende öfters mal so, dass die nicht so ganz da war. Und dann zu der Situation dann doch ein bisschen überraschend, innerhalb von kurzer Zeit, von 9 Minuten war es dann, macht meistens 2-2 und dabei bleibt es dann auch. Es ist ein bisschen glücklich am Ende doch, weil Köln vor allem nach dem 2-0 eigentlich schon eine bessere Mannschaft war, aber Mainz nimmt den Punkt mit, ist wichtig im Abstiegskampf und Köln wird eine graue Maus im Mittelfeld sein, die werden die 2 Punkte auch nicht wehtun. Also in dem Spiel. Ja, du sagst jetzt. Achso. Okay, sorry. Ich wollte sagen, du sagst jetzt, Köln wird eine graue Maus im Mittelfeld sein. Ich glaube, nach dem 15. Spieltag wären sie froh gewesen, wenn man das 11 Spieltage später sagen kann, dass sie eine graue Maus im Mittelfeld sind. Aber dem werden jetzt die 2 Punkte halt nicht mehr wehtun. Dass er nicht mehr in eine Richtung gehen wird. Ja. Ein Spiel durchaus auch mit vielen individuellen Fehlern. Oder, Fabi? Ja, natürlich. Habe ich wieder das Bestmögliche aus der Situation gemacht, aber es waren da viele Fehler da. Was unterscheidet dieses Spiel denn dann von dem Spiel, was du gerade stinklangweilig fandest? Weil bei Köln gegen Mainz immer mal ein bisschen Action war. Die haben versucht, mal nach vorne zu kommen. Bei Paderborn, die haben gefühlt den Ball 1000 Mal hinten rumgespielt. Ja. Also ich fand, Köln war richtig, richtig stark. Ich habe auch beim 2-0 im WhatsApp geschrieben, irgendwie, ja, Köln spielt einen richtig anständigen Ball. Yep. Und dann kriegen sie da 2-1. Und dann kriegen sie natürlich da 2-2, was ja schön anzusehen war. Wo man aber auch sagen muss, irgendeiner kann da mal auch zum Gegenspieler gehen. Also irgendeiner kann dann auch mal gucken, dass er den Gegenspieler stoppt. Schöne Solo. Ohne Gegenwehr. Aber schöne Solo. Ja, und dann statt 2-2. Hätte ich nicht gedacht, weil Köln hat wirklich einen anständigen Ball bis dahin gespielt.
Und hat mir gefallen. Und dann wurden sie ein bisschen schludrig. Kaffee. Ja, also ich fand Köln auch nicht so schlecht. Ich fand, wie gesagt, Köln gut. Köln war vor der Zwangs-Corona-Pause auch nicht so schlecht in Form. Köln ist für mich eine Mannschaft, die, wenn alles für sie ideal läuft und da vorne ein bisschen die machen wieder vor, so ein bisschen straucheln, dann können die wirklich Siebter werden und dann können die vielleicht nächstes Jahr wirklich noch international spielen. Es besteht die Möglichkeit, weil wenn man sich anguckt, was da vorne vor denen so rumrennt, das ist alles halt nicht mega stabil. Und klar, jetzt ja, hat man... Ja, dafür hätten sie jetzt aber schon 3 einfahren müssen in dem Spiel. Die Torferenz ist nicht so schlecht. So, du bist jetzt 4 Punkte hinter Freiburg. Ist jetzt ein... Punkte du hast bei... Du hast zu Hause gegen Mainz gespielt. Ja. Da musst du einen Dreier holen, wenn du wirklich europäische Ambitionen hast. Ja, klar. Dass die sich jetzt ärgern, dass sie 2 Punkte zu wenig haben, darüber müssen wir uns unterhalten. Hättest du 35, dann wärst du auf 2 dran. Kein Thema. Aber ich sag, Köln, ich hab ja auch gesagt, wenn bei ihnen alles richtig läuft und da vorne eine Menge nicht richtig läuft, dann ist da noch was möglich. Köln wird mit dem Abstieg nichts zu tun. Die haben eine gute Truppe, haben zur Halbserie auch nochmal nachgerüstet gehabt, gut geholt. Ich frage mich auch, warum bei Köln gut funktioniert und bei Schalke nicht. Die Antwort hast du gegeben. Was? Weil Schalke. Weil Gelsenkirchen. Ja, ist aber. Also wenn man sich ihn anguckt, wie der bei Köln spielt, ist ein guter Fußballer. Und bei Schalke ging gar nichts. Ja, als er ablösefrei nach Gelsenkirchen gegangen ist, habe ich gesagt, ja, schade, es ist ein Guten. Ja, und dann taucht er da so krass ab und ja, brauchen wir nicht drüber diskutieren, woran es liegt. Genauso eine Mannschaft gleich, warum da die Spieler überhaupt nichts mehr hinbekommen am letzten Spiel am Montag. Köln, ich erinnere mich, wie wir vor ein paar Monaten hier gesessen haben, virtuell und gesagt haben, wenn Köln so weitermacht, dann schaffen sie es noch, ihren eigenen Rekord von vor ein paar Jahren zu verbieten. Und auf einmal fangen die richtig an, ne? So richtig bam. Ich halte ja von Gistol eigentlich nichts. Ja, aber das scheint nicht gut was von dem Kerl. Ja, das scheint aber irgendwie zumindest jetzt bei Köln zu passen mit dem. Ja. So vom Gefühl her. Definitiv. So, Köln-Mainz, will noch einer was? Karnevalsduell? Nein. Union Bayern, Puffy. 3-0. Naja, war halt, Bayern hat es halt irgendwie runtergespielt, ne? War nicht berauschend, ne? Also Union war Verwaltungsmodus. Also man hat zwar nie das Gefühl, dass Union dieses Spiel gewinnen kann. Ich glaube, Union ist halt eine der Mannschaften, die leiden. Unter dieser jetzigen Situation leiden, weil gerade zu Hause, sie brauchen ihr Stadion. Dann wäre es vielleicht ein anderes Spiel gewesen, aber so, nee, Bayern hat es halt runtergespielt, waren die bessere Mannschaft, haben 2-0 gewonnen. Waren, glaube ich, 2 Standards, einen Elfmeter und einen Eckball. Hatten vorher auch noch andere Möglichkeiten, nur ein Tor wurde aberkannt oder so. Recht. Ja, war... Ja, zu Recht wurde es aberkannt. Also, ja, zu Recht, war halt nicht das Spiel, was es vor der Corona-Pause gewesen wäre, weil da wäre so ein richtiger emotionaler Knaller gewesen. Ja. Und das war es halt. Aber das ist halt für Union schlecht, für Bayern war es gut. Ich finde, Union hatte schon einen Plan in dem Spiel, der aber dann halt einfach nicht aufgegangen ist. Sie haben am Anfang durchaus ein bisschen hier und da was versucht. Das war schon in Ordnung. Ja, und dann... Wir haben den Ball natürlich den Bayern überlassen, die haben aber auch durchaus manchmal Fehler gemacht. Thiago hat ein paar Böcke gerissen, wo ich dachte, oh, könnte hilfreich sein, aber so richtig Gefahr haben sie dann auch nicht ausstrahlen können. Dann gab es Abschlüsse, die total überhastet waren. Ich denke auch, mit Zuschauern wäre das vielleicht nochmal ein interessanter Ritt gewesen, aber so, Bayern war nicht berauschend. Ich sage aber, Bayern wird auch kein Spiel mehr verlieren in dieser Corona-Rückrunde. Werden da ganz souverän ihr Ding runterschaukeln. Nicht spektakulär, aber die werden immer ihre Siege holen. Vielleicht ist mal ein Unentschieden irgendwo dabei, weil sie stolpern, aber ansonsten verlieren die kein Spiel mehr. Yep. Ja, Union, wie schon gesagt, also das war so ein typisches Bayern-Spiel. Das, mit Zuschauern wäre es wahrscheinlich spannender gewesen, aber vom Ergebnis wird es wahrscheinlich ähnlich ausgegangen sein. Die Bayern, wenn sie mal irgendwie 1 oder 2-0 führen, sind sie im Verwaltungsmodus und lassen es runterplätschern. Und da hat im Prinzip keine Mannschaft der Bundesliga oder kaum eine Mannschaft der Bundesliga eine Chance, irgendwas gegenzumachen, weil die sind so passsicher und abgezockt oder abgewichst oder wie man es nennen möchte, dass die dann halt so ein 2-0 über die Zeit bringen, ohne sich groß anzustrengen. Also die hätten wahrscheinlich noch 2 Spiele danach machen können und wären immer noch fit gewesen. Fabi. Ja, Bayern hat gemacht, was sie machen mussten, nicht mehr und nicht weniger, und damit haben sie 3 Punkte geholt. Ende. Ja, verdienter Sieg, ne? Sehr gut. Bremen gegen Leverkusen.
Ja. Ja. Lufthoheit Bremen, ganz klar, ne? Ja, wenn Havertz zwei Kopfballtore machst, dann hast du vieles richtig gemacht. Standen ja in der Luft. Also das war ja. Ja, die hat beste Sicht. Das auf jeden Fall. Alter, war das schlecht. Also, ich habe ja immer die ganze Zeit gesagt, was Bremen, das, da bleibe ich auch bei. In der Hinrunde gab es sehr, sehr, sehr viele Spiele, wo ich gesagt habe, denen fehlten Zuspieler. Mittlerweile muss ich aber ehrlich sagen, es ist nicht nur das kreative Mittelfeld, was fehlt. Es ist auch der Sturm, der fehlt. Es ist das allgemein das zentrale Mittelfeld. Es ist der Flügel und die Verteidigung. Und ja, damit steigst du ab. Also das ist ja wirklich... So haben sie nur einen Torwart besetzt. Ja, den Torwart, den möchte ich jetzt erstmal da rausnehmen. Ich glaube nicht, dass es an dem lag, in den meisten Spielen. Aber das ist wirklich alle Mannschaftsteile, das zieht sich so durch. Und ich habe dann ja immer wenn ich Bremen-Spiele sehe, habe ich immer im Hinterkopf die Aussage von unserem Sting, ne, der am Anfang noch irgendwie meinte, ja, Eggestein, ne, also 50 Millionen mindigens. Wo ich mir denke, ja... In einer parallelen Welt wäre das vielleicht geklappt. Hätten wir eine normale Saison, wo er dann irgendwie am Ende auf, was weiß ich, 20 Scorer-Punkte kommt. Aber das ist ja das, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Letzte Saison hat er ein paar Ansätze gehabt, aber ich habe gesagt, er muss jetzt erstmal beweisen, auch in dieser Saison, konstant zeigen. Ne? Aber da ist echt auch gar nichts. Ich meine, ja, es ist auch wieder schwierig. Junger Mann und der soll jetzt das Team tragen oder er soll jetzt der entscheidende Faktor oder das Team mitreißen oder wie man es will. Das mit Sicherheit nicht. Fakt ist, der muss da ganz schnell aus Bremen weg und Fakt ist auch nicht 50 Millionen, nicht mal ansatzweise. Und ich denke, Bremen geht runter und ich denke, Bremen, viele sagen irgendwie, ja, vielleicht auch eine Chance, dass Bremen sich dann neu sortiert, neu findet und nein, wenn Bremen in die zweite Liga geht, sehen wir sie lange nicht mehr wieder. Ja. Ich sage, es wird wie Lautern. Ich denke auch. Das ist die Gefahr, oder? Sie müssen halt wirklich alles auf eine Karte setzen und dann nächstes Jahr nochmal den Etat irgendwie im Prinzip so behalten, wie sie sind. Mit welchem Geld? Das kriegst du gar nicht hin. Ich meine, selbst der Bremer Senat stellt denn doch jedes Beinchen, was überhaupt nur möglich geht. Ich glaube, Bremen war ja eine der Mannschaften, die erst später anfangen konnten zu trainieren, weil der Bremer Senat ja die ganze Zeit noch irgendwie durchboxen wollte, dass die Saison abgebrochen wird oder so ein Scheiß. Ja. Ja. So ist das. Da musst du was trinken. Will noch einer was sagen? Bremen-Leverkusen bestimmt, ne? Ja, ja. Havertz, ja, als Stürmer bei Bremen. Dann hier den, wie heißt er? Wirtz? Wirtz, ja. Junger Spieler. Drittjüngster aller Zeiten, kann das sein? Ja. Irgendwie so. Der erste Spieler 2003. Ja, bald gibt's ja den neuen Rekord. Ja, wenn Mustafa spielen darf, heißt er so? Ja, Mukoko. Mukoko, genau. Darf er nächste Saison aber jetzt, oder? Oder darf er dieses Jahr schon? September? Wie alt ist denn der Kerl jetzt? 30. 25? Sehr gut, Bolti. Nein, weil der ist ja jetzt irgendwie 17 Jahren und 15 Tagen oder sowas. Also, wenn die bald ein Spiel haben, war es irgendwie kurz nach seinem Geburtstag jetzt, weil sonst wird es nichts mit dem Jüngsten. Was? Nein, der ist jünger. Der müsste 15 aktuell sein. 15 ist er, glaube ich. Ja, ja, ja. Ja, 20. November 2004. Ja, dann da war im November, glaube ich, ist er spielberechtigt. Irgendwie so war da was. Durch die neue Regelung. Mit 16. Ja. 25. Und ich 30. Ja, sehr gut. Wir haben Humor. Yep. Ich nein, ernsthaft, um diese Diskussion mal hier, ne? Ich sehe einfach nicht riesen Palaver immer darum. Ich sehe nicht, warum man ihn dann jünger machen sollte. Nur damit er die Jugendmannschaft rockt, da kriege ich kein Geld für. Nee. Also, wenn die Regelung jetzt nicht gefallen wäre, wäre dann noch irgendwie 2 Jahre gewesen, bevor der überhaupt irgendwann mal an Profifußball hätte denken können. Und wenn er wirklich 25 ist, wäre er dann 27. Dann hat er den ist, guck ihn dir doch mal an. Der ist nicht 25. Das ist erst 23. Nein, auch nicht. Das ist ein junger Bursche, der einfach athletisch... Ich meine, guck dir mal einen Romelu Lukaku damals an, als er jung war. Der war auch mit 16 oder 17 oder bei Dings gespielt. Da war der ja bei Anderlecht. Das sah ja auch aus, als wenn der anders wäre, ne? Eben. Also oder einige... auch bei dem Renato, wie ist der da, bei den Bayern da? Sanchez. Da haben sie doch auch gemeint, dass er, wo er die EM gespielt hat, der ist mindestens irgendwie 2-3 Jahre älter als er sich. Kann sein. Also, ich gewöhne mich langsam an den Whisky.
Ehrlich? Ja, so langsam. Aber es ist. Aber okay. Ist jetzt, ne, also ist jetzt kein kompletter Fehlkauf. Nee, kein kompletter, aber mir fehlt schon das Fruchtige. Okay. Du machst doch schon ein bisschen fruchtiger. Nächstes Mal kriegst du einen anderen. Ja, müssen wir erstmal noch eine Wette finden. Ja, ich, die, du hast ja heute gefragt, WhatsApp, Wette, und ich hatte ja gleich gesagt, vielleicht. Ja, komm! Aus mir spricht der Torf. Dann sagen wir, pass auf, okay, wenn du möchtest, dann gewinnst du die Flasche wahrscheinlich zurück. Dann hätte ich auch keine. Und nicht die Flasche, eine andere. Doch, ich gewinne die Flasche zurück, du schickst sie leer zurück. Kai Havertz wechselt definitiv im Sommer. Ja, da bin ich deiner Meinung. Aber er wechselt nicht zu Bayern. Ach so. Irgendjemand hat doch gesagt, wahrscheinlich bleibt er noch ein Jahr in Liverpool. Ich habe geschrieben, da hat irgendjemand geschrieben, Sané und Havertz zu Bayern. Ich habe gesagt, bei Sané glaube ich ja, bei Havertz glaube ich nicht. Ich kann mir sogar vorstellen, dass er unter Umständen vielleicht sogar in Leverkusen bleibt. Das passiert definitiv nicht. Fabi meint also, ja auch, Bayer steckt dahinter und die Bayer schiebt nicht so viel Geld in den Verein. Das haben die wirklich tatsächlich noch nie gemacht. Das ist auch ein Grund, warum viele Bayer Leverkusen halt nicht auf dem Radar haben, ne? Als Hassobjekt. Ja, aber Bayer ist es ja auch so, die verkaufen auch oftmals relativ teuer. Das hat sich an sie mittlerweile auch gewöhnt. Die sind jetzt seit wie vielen Jahren? Ja, 30 Jahren in der Bundesliga, also die gehören schon fast dazu. Ja, nein, aber gehören sie nicht. Nee, aber die pumpen halt auch nicht wirklich so die Summen da rein, dass sie da irgendwie machen können, was sie wollen. Das passiert ja einfach nicht. Und das relativiert sich. Bayer war da immer sehr strikt. Ne? Haben ja auch damals gesagt, irgendwie, okay, zwei Fußballvereine, wir müssen uns von einem trennen. Haben sich dann dafür entschieden, Bayer Oeding damals zu cutten. Tschüss. Und die sind dann, was? Tschüss? Tschüss, ja. Bayer Oeding. Bayer Oeding. Ja. Mein Bayer Oeding hat heute auch wieder harte Kante gezogen. Was haben sie gemacht? Die haben Effenberg ist weg. Um Gottes Willen. Ja. Und Bayer ist jetzt nicht so, ne, also ich denke, Bayer Leverkusen wird ebenfalls ein Verein sein, der vielleicht nicht so radikal, aber auf jeden Fall auch durch diese Corona-Kacke definitiv betroffen ist. Und wenn da, ich sag's immer noch, wenn da jemand 60 Millionen für Havertz auf dem Tisch legt, ja, plus wird er nicht wechseln. 10 Millionen auf 30 Tore und nochmal 5 auf, dann ist der sowas von weg. Willst du auch mit einsteigen, Balti? Dann krieg ich 2 Flaschen, kein Ding. Ja, was krieg ich dann? Ist mir scheißegal. Was ist das? Ein Gotti LP Teddybär. Oder 5, weiß ich nicht. Passt ja nicht mehr. Die sind dann bestimmt wieder auf Lager. Aha. Ernsthaft, der ist sowas von weg im Sommer. Ja, ich kann ja sagen, wo er hingeht. Aber du meinst, für 60 Millionen wechselt er. Plus, ich habe ja noch gesagt, 60 Millionen und dann baust du noch irgendwie, machst du 10 Millionen bei nach 30 Toren und 5 Millionen nach weiß ich nicht was, dann ist der definitiv futsch. Weil also du sagst, ab 75 ist er weg, in Summe. In Summe, klar. Maximal. Leverkusen wird auch das Geld definitiv gut gebrauchen können. Polti wollte uns sagen, wo er hingeht. Ja, Polti, ja. Sag uns wohin. BVB. Hab ich ja die ganze Zeit vor dem Corona-Scheiß gesagt und war ich auch, das war kein Witz, war ich fest und überzeugt. Durch die Corona-Nummer sage ich dir aber, das wird sich der BVB nicht erlauben können. Der BVB ist kein Verein, der jetzt irgendwie gerade zittern muss, dass er bankrott geht. Das machen die Blauen. Aber, nee, ich glaube nicht mehr, dass das so easy machbar ist. Vor allem Jadon Sancho wird beim BVB bleiben. Yep. Ich bin auch überzeugt. Keiner bezahlen kann. Weil ihn momentan. Ja, genau. Und deshalb wird Kai Havertz nach Bayern gehen. Weil die Bayern durch ihr, das, was wir, worüber wir uns jahrelang lustig gemacht haben, ne? Die Versäumnisse, und gerade in dieser Sommertransferperiode, die hinter uns liegt, die Versäumnisse der Bayern und von Hassan S., da wirklich den Kader aufzupumpen mit Hochkarätern, haben sie ja verkackt. Ja, wobei hier der Kollege Hudson-Odoi, glaube ich, ja schon jetzt wieder noch ein dickes Bewerbungsschreiben rausgehauen hat, oder? Ja, Vergewaltigungsvorwurf. Mögliche Vergewaltigung, das ist doch eigentlich hier Lebenslauf, wie er bei den Bayern an den Hall of Fame-Wänden hängt. Ja, muss er noch ein Haus anzünden für oder sowas. Nein, das kann ja nicht mal die gleiche Tat sein. Man muss ja ein bisschen variieren. Abwechslung. Ja, Minderjährige hatten wir auch schon. Wir haben alles schon eigentlich gehabt. Aber das Geld, was die Bayern aufgrund von ihrer Dummheit und Hasan Salihamidžić nicht ausgeben konnten. Und Bayern ist ein verdammt gesunder Verein, einer der gesündesten in Europa, auch was die regelmäßigen Gewinne angeht.
Die werden durch diese Corona-Kacke, meiner Ansicht nach, ja, die haben profitiert davon. Und die werden richtig profitieren. Die werden sehr profitieren davon. Ich habe im WhatsApp heute geschrieben. Ich bin ja fest überzeugt, dass die Bayern diesen Virus auf die Menschheit losgelassen haben. Das Problem ist Hassan sitzt trotzdem noch da. Das ist das große Problem. Ja, aber ich glaube, irgendeiner... Der muss trotzdem noch verhandeln. Ja, aber ich glaube, das wird gar nicht so schwer. Ich glaube, wir werden Leroy Sané und Kai Havertz im Sommer, nach dem Sommer bei Bayern sehen. Yep. Er will auch wieder zurück nach Deutschland, hat doch gesagt, wegen seiner Tochter. Sané ist ja seit letzter Saison schon für mich durch. Hätte er die Verletzung nicht gehabt, wäre er schon längst in Bayern. Hat mir auch keiner geglaubt. Da war der Puffy auch wieder, nee. So viel Geld. Gesagt, Quatsch. Wollten wir fast wetten. Gut, dass ich es nicht gemacht habe. Und dann kam diese scheiß Verletzung. Ja. Aber hätten sie im Winter eine Liga gekriegt, wenn sie einen E haben wollen? Wie bitte? Hätten sie während der Verletzung nicht günstiger gekriegt? Ich hoffe, du kennst Spieler, der verletzt ist. Außerdem wussten die Bayern noch, dass Corona kommt und dass die Preise fallen. Ja, eben. Kalle hat das geregelt. Ja, nur die Connections in China. Vielleicht wissen sie doch, was kommt. So, nächster Spieltag, neues Glück. Sehr gerne. Voller Euphorie. Das Berlin-Derby. Ja. Puffy. Easy. Ich sage, ich muss es sagen, 2-0 Hertha. Ja, ich bin mit 2-0, 2-1. Ja, bin ich auch dabei. Wollt ihr auch? Jeb? Auch 2-1, aber für Union. Ah, Fabi. Ey, ich würde es mir wünschen, Jeb, ja, aber ich... Wir alle. Das wird so nicht. Fabi? 2-1 Hertha. Gut. Ja, relativ identisch. Gladbach gegen Leverkusen. Rhein-Derby. Geil. Oh, ja. Das wird sogar... Ist eigentlich ein cooles Spiel, ne? Das könnte ein gutes Spiel werden, ja. Was sagt der Golli denn? Der Golli sagt 1-2. Wolki. Ich sage... Oder 2-2? Nein, komm. Schwierig. Ich sage... 0-0. 1-1. Okay, Fabi. 2-1 Gladbach. Yep. 2-3. Der Puffy? 1-1. Beauty, Wolfsburg gegen Dortmund, Puffy. 1-3. Oh, Jeb. Bin ich dabei. Oh, jetzt geht's wieder los. Fabi. 0-2. Wolti? Ich sag 2-1. Für Wolfsburg. Ja. Ja. Wisst ihr, die fangen schon wieder an, ne? Dann spielt Dortmund einmal gegen obwohl sie keinen Gegner haben. Ja, wer wird da bei Wolfsburg die Tore schießen? Wecher ist immer noch nicht da. Und so Steffen lassen sie dich nochmal so frei. Ich hab so einen Steffen von 25 Metern mit einem Kopfball. Aber echt Kopfball. Über der Grasnarbe. Ja. Ich weiß es nicht. Ich bin da nicht so optimistisch wie hier die Nicht-BVB-Sympathisantler. Also nur 1-0 für den BVB, oder wie? Kommt wieder zurück. Ach komm, 2-0 Dortmund. Aber mit torfigen Geschmack im Mund. Freiburg-Bremen? Bitte. Freiburg-Bremen. Ja, Freiburg gewinnt. 1-0, 2-0. 1-0. Ich sag mal 1-0. Wolti? Für wen? Freiburg. Okay, ich sag 3-0 Freiburg. Alter. Fabi. Ich sag auch 3-0 Freiburg. Ja. Jeb. Okay, ja, das war ein Quatsch. Ich sag nur 2-1. Was hast du jetzt erkannt? Hast du jetzt erkannt, dass dein Tipp Quatsch ist, Wolti? Ja, weil Fabi. Was sagst du, Jeb? Entschuldigung. 2-1 für Freiburg. 2-1 Freiburg. Und der Puffy. 2-0 für Freiburg. Alle auf Freiburg. Krass. Paderborn gewinnt Bremen dann, ne? Ist klar. Bitte? Dann gewinnt Bremen, ja. 6-0. Ja. Die Befreiung. 6-mal Selke. Paderborn-Hoffenheim, Puffy. Oh, 1-0 für Paderborn. Ja. Sepp? 2-1 für Paderborn. Ich glaube, das sollte man sich nicht angucken. Fabi? 0-1. Ja, am Arsch. Bolti? 0-0. Paderborn gewinnt 1-0. Mit einem Schallspiel, ich würde es nicht gucken. Ich sag euch jetzt, guckt es nicht. Bayern gegen Frankfurt, Gotti. 1-1. Gotti. Die Großen kann Frankfurt, ne? Denkt dran. Ja, aber nicht auswärts. Scheißegal. Gotti? 5-0. Ja, Fabi? 3-1. Ja, Jep. 2-2. 3-2? 2-2. 3-2. Puffy? 3-0.
Gelsenkirchen Augsburg, Puffy. Auch ein Spiel, was ich eher nicht... 0-0. Ja. Jeb? 2-1. Fabi? 1-1. Sagst du, Jeb, sagst du mir kurz, wer die zwei Tore macht, damit ich das auf dem Schirm Hubert. Habe. Wer macht die Eigentore bei Augsburg? Ist wieder der Torhüter da im Tor? Kunze wird wieder im Tor sein, bestimmt. Oder? Ja, gut, ja. Der kriegt einen, der macht einen mit der Hacke rein und noch einen Elfmeter, den irgendwie einer reinstolpert. Fabi, was hast du gesagt? 1-1. 1-1. Bolti? Ich sage, es wird ein hochklassiges Spiel, welches am Ende Augsburg knapp aber verdient mit 1-0 gewinnt. Ja, bin ich ganz bei dir. Augsburg gewinnt 1-0. Mainz-Leipzig, Gotti. 1-2. Bolti? Ich sage 2-3. Fabi? 0-2. Jepp? 1-2. Puffy? 0-2. Und der Puffy macht auch das, ja, schon wieder Karnevalsderby. Nee, das Rhein-Derby. Ja, beides. Alav, ne? Gegen Hello. Köln-Düsseldorf. 3-1. Jepp? 2-1 für Köln. Fabi? 1-0. Volti? Ich sage 1-2. Danke. Ich bin bitte. Da auch noch nicht so, dass ich sage, Köln gewinnt hat. Wenn Düsseldorf jetzt hier mal nicht den Pfosten trifft, sondern den Innenpfosten und der geht rein. Und außerdem hat, glaube ich, Düsseldorf in den letzten Jahren gegen Köln, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre, immer gut ausgesehen. Und deshalb sage ich 1-1. 1-1, aber Düsseldorf wird die bessere Mannschaft gewesen sein. Gut, Freunde. War doch schön, oder? Und ja. Die Wette der Woche. Was sagtest du, Jeb? Eine Wette der Woche. Wie viel oft werden die Kommentatoren sagen bei Toren, ob sich die Spieler an die Abstandsregel halten? Das war so mit das, was mich am meisten genervt hat am Wochenende bei den Kommentaren. Ist jeder verfickte Kommentator bei jedem Tor. Und halten Sie sich jetzt an die Abstandsregel und gucken wir drauf. Ganz vorbildlich. Ah, nicht ganz vorbildlich, aber muss man mal verstehen. Und allgemein, nicht nur die Abstandsregel. Es ist viel zu viel Gelaber. Und ich hoffe, dass, weil das zieht einen auch nochmal irgendwie jedes Mal runter. Ne? Kommentiert einfach das Spiel, ohne irgendwie jetzt die ganze Zeit, hat der den Mundschutz auf? Muss man gucken. Hat der denn? Ja. Und guck mal hier auf der Tribüne, wie weit es aus, interessiert mich nicht. Kommentiert Fußball und nicht diesen Corona-Scheiß jetzt jedes Mal im Fokus stellen. Einfach nur Fußball gucken. Das würde, glaube ich, die Stimmung allgemein bei den Zuschauern nochmal ein bisschen heben. Und es würde nicht verharmlost werden. Ne? Wir sehen immer noch, was passiert. Aber man muss den ganzen Scheiß jetzt nicht noch jedes Mal immer noch wieder und wieder kommentieren. Ganz schlimm fand ich gestern ja die Amazon Prime Übertragung vom Bremen-Spiel. Der Vorbericht war schon scheiße mit dieser blonden Trulla im Studio, die nur Scheiße erzählt hat. Wer war das? Weiß ich nicht. Ich hab Candy vom Sehen, aber es ist so eine Blonde irgendwie. Die total überfordert war, die teilweise dann auch irgendwie dreimal hintereinander irgendwie das gleiche Wort gesagt hat, weil es geil klang. Dann hat sie irgendwie in jedem Satz mit eingebracht. Was, Heidi Klum oder was? Ja, so ungefähr. ich habe einen Schaffer. Fand ich, die Vorberichterstattung war schon scheiße. Und der Kommentator hat dann, ich glaube, zur 60. Minute, hat dann erstmal gesagt, ich höre gerade, wir haben wohl ein bisschen Verzögerung hier bei dem Audio-Kommentar im Satz zum Video. Da brauchst du über 60 Minuten, um das rauszufinden. Ich habe schon die ganze Zeit am Anfang gedacht, habe ich euch nur geschrieben. Ich so, sag mal, sind die gerade 5 Minuten dahinter? Dann dachte ich, es liegt an mir oder so, aber nee. Gut, der war ja auch nicht im Stadion, der saß da irgendwo wahrscheinlich im Homeoffice und hat das Spiel kommentiert. Und er war schon ein bisschen komisch. Also die Übertragung, und ich bin ja fest davon überzeugt, das habe ich auch schon vor langer Zeit gesagt, dass Amazon früher oder später ganz, ganz, ganz groß mit mischt bei den Bundesliga-Lizenzvergaben, Übertragungsrechte. Und ich hoffe, dann wird das ein bisschen besser. Weil das war gestern eher so lala. Ich glaube, wenn Amazon sich die Bundesliga-Übertragungsrechte holen sollte, dann wird es gehen, weil dann werden die richtig Geld geben. Ja, ich denke auch. Dann sind sie vorbereitet. Das war wenn gestern wenn recht. Jemand alle Privatsender, alle Privatstreaming-Dienste halt mit links in die Tasche steckt, ist es halt Amazon finanziell. Die werden halt dort investieren können wie niemand anders in der Welt. Ist halt so. Ich denke auch, ja. Und gestern ja, war es auch das Gericht, wo es um die Lizenzen geht oder wenn es um die Lizenzen geht, ist die Leute, die bieten werden, ist einmal die Telekom, einmal Amazon und einmal Sky.
Und The Zone. Ja, ist so. Und ich glaube einfach, dieses Spiel am Montag war ein Test für Amazon, um zu gucken. Und ich denke, da wird in den nächsten Jahren was kommen von denen. Und bin ich komplett deiner Meinung. Ich bin mal ganz naiv und hau mal eine Runde raus. Es wird ein Modell geben, was A, bezahlbar ist und B, vielleicht sogar ein Modell geben, das würde ich mir sehr wünschen. Bin ich mir auch nicht sicher. Irgendwie so ein Paketmodell. Das ist zum Beispiel, ich glaube nicht mal, dass sie sagen, irgendwie ihr könnt nur diese Spiele nehmen von eurem Verein. Das werden sie auch anbieten. Dann aber wahrscheinlich irgendwie nur pro Spiel, so wie Sky Ticket. Aber ich hoffe, dass sie irgendwie so ein Paket rausbringen. Ne, sodass ich dann irgendwie... So ein Vereinspaket oder wie? Ja, irgendwie sowas in der Art. Könnte ich mir vorstellen, fände ich gut. Und ich glaube, selbst das Komplettpaket, ne, das ganze Jahr Bundesliga, wird weniger als 25 Euro extra kosten. Es wird, wenn du Prime-Kunde bist. Ja, ja. Ich glaube, du wirst da irgendwie mit Anfang 10 Euro, wenn du Glück hast, mal im Spar-Abo, wenn du ein ganzes Jahr nimmst oder so. Dass du ja, als Prime-Kunde wirst du wahrscheinlich irgendwie 10 oder 15 zahlen und als Nicht-Prime-Kunde wirst du dann deine 25 oder 30 zahlen. Ja, so um den Dreh. Und wenn du dann noch das ganze Jahr bezahlst, dann wirst du auch wieder ein bisschen günstiger rauskommen und so weiter. Und Sky wird sterben. Sky ist schon... Sky ist tot. Im Arsch. Vor allem Telekom wäre ja auch die zweite Liga, wenn das noch an Telekom geht, dann haben die ja nichts mehr. Ja, das Ding doch bei Sky, was kann man sich dann auf Sky, was Sport betrifft, noch angucken? Wolf? Bundesliga? BPL. Okay. Formel 1 läuft dort noch. Wrestling wird dann wahrscheinlich auch der einzige Sender sein, der zukünftig Formel 1 dran wird, nachdem RTL aussteigen wird, wenn Vettel nicht mehr fährt. Ja, Wrestling haben sie doch gar nicht mehr. Nee, Wrestling ist The Zone. Du kannst die Veranstaltung für viel Geld dann nachts buchen. Ja, du kannst aber auch für den Netzwerk für 10 Euro im Monat nehmen. Ja, kannst du. Nee, Wrestling läuft doch auch irgendwie auf Max oder so. Und auf The Zone. Ja, das kann sein. Was haben sie denn noch? Also sie haben ja gar keine Rechte mehr. Sie haben Golf oder sowas. Sie haben Golf, Tennis, Formel 1 und die BPL. Und Handball. Ja, Tennis aber auch begrenzt. Also die haben, glaube ich, Wimbledon und das war's dann, oder? Ja, die haben nur Wimbledon, das war's. Und vielleicht ein paar andere ATP-Turniere, aber wer interessiert sich für Tennis außerhalb von Grand Slams? Ja, wie viele Leute kennt ihr ganz spontan? Wie viele Leute kennt ihr, die Sky wegen des Filmpakets haben? Null. Ja. Null? Ja, warum? Wer guckt denn Filme über Sky? Entschuldigung. Ich weiß nicht, ich habe das Gesamtpaket bei Sky, gucke aber nie irgendwie auch nur ansatzweise Filme. Ja. Ich habe letztens, ich habe ja dann im Clinch mit Vodafone, weil ich meine Sky-Sender nicht mehr habe, aber ist eine lange Geschichte. Ich hatte auch andere Sender nicht. Haben wir auch gar nicht mitgekriegt, André. Nein, aber die Zuschauer ja nicht. Ich rede ja nicht nur mit dir, Puffy. Ich weiß. Ja. Und da habe ich dann irgendwie, weil ich einen Sender eingeschaltet lassen sollte, Sky One oder so, und dann bin ich so durchgesippt. Da gab es tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, was hatten sie wieder, die haben ja immer so gerne so Themenkanäle, ne? Was dann so eine Woche lang Star Wars Channel oder so. Und das war cool. Und irgendwas hatten sie auch wieder, wo ich dachte, hey, eigentlich gar nicht mal schlecht. Aber trotzdem guckst du den Scheiß einfach nicht. Ne? Du hast es dann so im Hinterkopf. S2 bringen sie jetzt auch gut, habe ich schon gesehen. Aber wo ich dann auch dachte, eigentlich sollte man mal wirklich gucken. Ne? Einfach, gut, ich zahle jetzt nur 25 Euro, eigentlich komplett. Das geht. Ne? Aber du guckst den Scheiß wirklich. Ja, gut, du zahlst ja normalerweise Bundesliga mehr. Ja, normalerweise, was kostet es regulär, wenn du komplett 76 Euro oder so ein Scheiß? Grausam. Sky wird elendig verrecken. Dauert nicht mehr lange. 2 Jahre vielleicht noch. Dann ist Sky-Geschichte. Weiß gar nicht, wann. Werden nicht die Bundesliga-Rechte jetzt irgendwann mal neu ausgehandelt? Diesen Sommer. Ja, aber nicht für nächste Saison. Ja, für übernächste. Darum war die Idee ja, dass Amazon kurzfristig den Montag spielt. War einfach ein Test, um zu gucken. Ich denke, ja. Die Frage ist, wer jetzt die Freitagsspiele macht. Also wer das Freitagsspiel, das wird wahrscheinlich wieder der Sohn haben. Ja. Die Frage ist dann halt, ob da Amazon wieder mit einsteigt und genauso die ganzen englischen Wochen, ob die dann nur bei Sky laufen werden oder ob da auch ein Part zu DAZN beziehungsweise halt zu irgendeinem Drittanbieter wie Amazon geht. Was ist das denn für eine Nummer mit Eurosport? Die zahlen nicht oder die so? Die zahlen nicht mehr. Irgendwie so, ne? Weil sie wegen Olympia so viel Verluste haben. Oh. Ja gut, Eurosport war ja eh im Prinzip, ich dachte, die wären raus gewesen und hätten ihre Lizenz an DAZN verkauft am Sommer. So hatte ich das gedacht. Ist die jetzt noch selbst eine Tranche zahlen, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, die zahlen und dann zahlt The Zone nochmal an Eurosport. Ja. Ja,
Wer erinnert sich nicht an den gelungenen Start des Eurosport-Players? Ja, der war Wahnsinn. Der war richtig. Legendär. Legendär, finde ich gut. Ich habe mir auch, glaube ich, 2x für 6 Euro geholt. Ich habe mir den auch, wenn, ja gut, du ja sowieso, die Frankfurter haben ja da oft gespielt, aber ich habe mir den ja, auch. Ja, ich habe auch die Montagsspiele und dann musste ich mir für einen Monat holen, dann war mal wieder kein Montagsspiel, dann habe ich es mal wieder abbestellt gehabt, das ist wieder zum nächsten Montagsspiel gehabt. Ich habe 5 Euro immer bezahlt, bei Amazon Prime. Es hat erstmal 5 Euro gekostet und dann war es irgendwann 6 Euro. Achso, da war ich schon gar nicht mehr, da kam ich nicht mehr in die Verlegenheit, buchen zu müssen. Da hatte Dortmund kein Freitagsspiel mehr, ja. Gut, Freunde, schreibt mir das mal in die Kommentare, welcher Sportler hat welchen Sport geprägt, welcher Fußballer hat den Fußball für euch geprägt. Wir sind neugierig, was da so für Namen fallen. Ist doch alles gut. Also, achso, nochmal vorhin zu Jordan. Der Nachfolger LeBron James ist nicht ganz unschuldig, weil Space James kriegt jetzt einen zweiten Teil. Ach, mit LeBron James. Ja. Wenn ich schon höre, Nachfolger von Jordan. Wer ist der Nachfolger von Jordan? Kobe Bryant. Ach, Grillfest, Kobe. Stephen Curry. Es ist Clay Thompson. Steph Curry. Ganz andere Typen, ey. Ja. Ich hab da Bilder gesehen, wo Jordan echt in seinem ersten Jahr hier schon eigentlich die Liga gerockt, ne? Wo er wirklich als Hugo ging, gut, hat er sich dann irgendwie gegen Ende, glaube ich, auch noch verletzt. Oder er hat auch, wie hoch er gesprungen ist, Alter. Einmal hat er ein Layup gemacht, wo er mit dem Kopf gegen das Brett getickt ist. Gut, gibt es viele, die das machen. Aber er hat es halt regelmäßig gemacht und diese Sprungkraft, diese Ästhetik, diese. Ach, hört auf. So. Bis nächste Woche, Freunde. Macht's gut. Tschüss. Tschüssi. Tschüss. Ciao. Tschüss.